Hallöchen. So, Video 2 zur Kooperation mit globalland.com. Video 1 in der Infobox, alle Sachen, die ich mir ausgesucht habe, auch in der Infobox. Wir legen einfach los. Wir fangen an mit einem ganz einfachen Täschchen, also so ein Einstecktäschchen. Ich habe mir hier ein Stück Cardstock zurechtgeschnitten. Aber auch nur Pi mal Auge. Ich habe das eigentlich gar nicht nachgemessen, wenn ich ehrlich bin. Das sind 18 cm, habe das in der Mitte gefalzt und meine Höhe sind 14 cm. Das möchte ich jetzt zu einer Einstecktasche verbasteln, sagen wir es mal so. Dafür nehme ich ein bisschen doppelseitiges Klebeband und versehe mir das nur eben einmal in. Einmal unten und einmal auf der rechten Seite. So, und einmal drehen. Und hier auch noch. Also wir machen eine ganz, ganz einfache Variante. Also eigentlich kann man das auch so machen. Man macht ein Kartenrolling und dann klebt man den zusammen und hat eine Einstecktasche. Da wir auch einen Eingriff haben, nehme ich mir einfach eine Handstanze, einen Kreis und stanze mir hier so ein kleines bisschen aus. Und somit hätte man auch eine Einkerbung zum Einfassen. Dann klebe ich das alles schon zusammen. Und dekoriere mir dieses gute Stück. Das kann ich auch vorher machen. Das ist eigentlich ganz egal, wenn ich ehrlich bin, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Entweder ihr arbeitet mit einem flachen Cardstock oder schon mit dem zusammengebauten Täschchen. Das ist ganz egal. Hier ist jetzt noch ein bisschen was übersteht, ein Millimeter. Den schneide ich mir einfach nur ein bisschen ab, damit das sauberer aussieht. Und wie ihr schon seht, möchte ich den großen Stencil benutzen. Den fand ich so toll, dass der für mich als erstes dran kommt. Den packe ich mal aus und dann möchte ich hier dieses Muster haben. Das finde ich so cool. Dafür habe ich mir schon rausgesucht einen grünen Stempel und meine Zahnbürste. War ein Spaß, ne? Und das möchte ich dann damit einmal da drauf platzieren. Dafür nehme ich mir etwas Masking Tape, um das zu fixieren, damit mir das nicht wegrutscht. Sonst haben wir gleich den nicht so schönen Effekt. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich das nicht dahin klebe, wo dann so ein Loch ist, wo ich dann durchpinseln muss. Das wird sonst ein bisschen blöd aussehen. Ich klebe das etwas großzügiger fest an drei Positionen. Das Masking Tape muss ich danach ja nicht wegwerfen, sondern kann das weiterhin benutzen. So, dafür setze ich mich jetzt auch mal ausnahmsweise. Jetzt kann ja nichts passieren. Jetzt kann ich ja nicht rauskommen aus dem Bild. So, einmal Pinselchen rein, verreiben, Farbe aufnehmen. Und dann geht's los. Und wir kreieren uns unseren Hintergrund. Ich möchte das so haben, dass ich unten etwas dunkel habe und oben etwas heller. Deswegen fange ich immer unten an und mache kreisende Bewegungen nach oben. Also immer mit der frischen Tinte unten ansetzen und nach oben gehen. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht zu sehr bei euch, aber das liegt daran, dass mein Stativ an meinem Tisch angebracht ist. So, jetzt muss ich vorsichtig sein, ein bisschen abtupfen, damit ich hier oben auch hell bleibe.
So, hier unten färbe ich noch ein bisschen mehr nach. Und dann dürfte es das auch schon gewesen sein für die Vorderseite. Ich ziehe mir das hier einmal ab. Und dann sieht das schon so aus. Das finde ich sehr cool. Und das mache ich jetzt auf der Rückseite auch noch. So, einfach umpacken, festmachen. Gucken, ob ich noch im Bild bin. Jawohl, das passt doch hundertprozentig. Wieder Farbe aufnehmen und von unten anfangen und nach oben wischen. Ich mache das so gerne, mir macht das so viel Spaß. Und ich liebe es, mit Schablonen zu arbeiten. Ich mache das schon eigentlich fast zu selten. So, unten möchte ich noch ein bisschen dunkler haben. Deswegen nehme ich hier ein bisschen mehr Farbe auf. Und oben etwas heller. So, das war's auch schon. Einmal Stempel zu. Formtape machen wir einmal ab. Und dann gucken wir uns das Ergebnis einmal an. So. So sieht das jetzt aus. Das ist meine Tasche. Hier haben wir noch den Eingriff. Und da können wir jetzt einen Tag reinmachen oder irgendeinen Gruß, eine kleine Minikarte. Je nachdem, wofür ihr das benutzen möchtet. Und dann kann man das, oder Geld, und dann kann man das so überreichen. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie sich das alles so reinigen lässt. Ich habe ein bisschen klares Wasser und dann hole ich mir noch mal ein Stückchen Küchenrolle. Dann sprühe ich das Wasser hier einmal drauf. Da kommt es natürlich dann auch wieder drauf an, was man für Stempel benutzt, ne? Also ist ja klar, wenn sie gut wasserlöslich sind, dann sollte das eigentlich vernünftig abgehen. Und das sieht total gut aus. Es ist also fast nichts mehr drauf. So, auf der Rückseite auch nochmal sauber machen. Klar, natürlich sind die dann benutzt, gar keine Frage, ne? Also das ist ja klar. Aber so an sich lassen die sich ganz gut reinigen. Und dann kann man die wieder in den Schrank packen. Also man sieht fast nichts mehr. Es ist wirklich noch ein bisschen grün, gar keine Frage. Aber gut, man benutzt sie ja auch, ne? So, das war schon mal Test Nummer 1. Ich bin von dieser Schablone begeistert. Ich mag sie sehr gerne. Ich finde das total schön. Und jetzt würde ich sagen, machen wir vielleicht dann doch noch ein bisschen Deko drauf. Ich habe mir hier so ein bisschen was rausgesucht. Ich fand, das passt total gut. Und die möchte ich noch da drauf kleben. Die sind jetzt nicht von der Kooperation, aber ich möchte auch mein Projekt fertig machen. So, dann muss ich mal schauen. Ein bisschen Flüssigkleber. Und damit ihr wisst, worum es geht, da nochmal die Internetadresse. Also das ist dann wirklich so eine Blitzherstellung, so eine Tasche. Man kann sich so eine Tasche natürlich auch für so ein kleines Büchlein oder für den Kalender, so ein Kalenderbuch machen oder auch für die Junk Journal, die ja einige machen, was ich ja nicht mache.
Dann brauchen wir natürlich die Rückseite nicht mit dem Muster zu verzieren. Aber das ist ja, denke ich, klar. So, da jetzt vielleicht dann noch einen schönen Spruch drauf oder so. Und dann hätten wir auch schon die Tasche fertig. Finde ich ziemlich cool. Macht was her. Ich mag die wohl gerne leiden. Jetzt machen wir uns noch an eine Männerkarte, wenn ihr nichts dagegen habt. Auch eine ganz schnelle. Das sind die Sticker. Davon werde ich mir was raussuchen. Und ich habe mir jetzt schon ein bisschen was zurechtgeschnitten. Wir machen eine DIN-Langkarte. Ich habe hier einen kleinen Aufleger. Eine Mattung. Den habe ich schon versehen mit doppelseitigem Klebeband. Und werde das hier schon einmal aufbringen. Ich habe mir auch die Ecken abgerundet, aber alles hinter der Kamera, weil es ja sich nur um Kooperationsgegenstände bei mir handeln sollen. Also ne, meistens, am besten. Dann war ich noch am Überlegen, ob ich noch was Blaues dazu nehme. Muss ich gleich mal gucken. Dann habe ich gedacht, wir stempeln uns vielleicht. Ich hätte das vielleicht aufmachen können. Wir stempeln uns vielleicht. Also hier Happy Father's Day ist ja auch süß. Ist zwar schon lange vorbei. You are my favorite finde ich auch super. Das finde ich super. Das auf jeden Fall. Und was nehmen wir dann noch dazu? Was nehmen wir noch dazu? Die Tasse. Das passt hundertprozentig. Das finde ich richtig schön. Die beiden Sachen werde ich abstempeln. Am besten auf dem gleichen Papier, wie auch die Karte ist. So. Vielleicht kann ich das ja richtig gegenseitig schon anbringen, so nebeneinander. Dass das dann so aussieht. Wir probieren es mal. Versuch, mach klug. Ich hoffe, es klappt. Wir stempeln uns das einfach mal ab. Ein bisschen mehr Druck. Ja, oh, sehr cool. Hat gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Und jetzt können wir uns das definitiv noch zurechtschneiden und vielleicht sogar noch einen Aufleger oder irgendwas noch mit darunter packen. Denn mit diesem Blau allein ist das etwas dünne, würde ich meinen. Ich mache da mal. Ich will mal was überlegen. So, überlegt habe ich. Ich habe jetzt das auf einen blauen Untergrund noch geklebt, ein bisschen zugeschnitten. Und das möchte ich jetzt anbringen. Und damit das nicht so leer ist, werde ich doch diesen Streifen benutzen. Den möchte ich dann hier so hinkleben. Das mache ich dann ganz einfach. Ich mache mir hier eine Markierung. Setze da einen Schnitt, bringe mir etwas Kleber auf so. Klebe das in etwa mittig drauf. Hier nochmal das gleiche. Habe ich nämlich auch mein Reststück mal verarbeitet, obwohl ich ja hier noch eins habe, aber da kann ich ja zur Not noch was mitmachen. Und dann kommt das hier so drauf. Dann ist die Karte sehr schlicht, aber Männerkarten sind ja meistens nicht ganz überladen und auch die Farben sind eher ernüchternd. Von daher passt das ja.
So, dann hätten wir diese Slimline schon hergestellt. Und jetzt könnte man sich natürlich noch überlegen, je nachdem, wie man den Text da reinschreibt, ob man sich da noch einen Wimpel reinklebt oder nicht. Aber das sind dann nur noch Feinheiten. Ja, das war dann auch noch die Männerkarte dazu mit dem Stempelset, was ich echt super cool fand. Lässt sich auch super abstempeln, sogar beim ersten Mal. Nimmt also die Tinte gut auf, alles schick. Also, auch das zweite Video ist auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren zwei kleine Quickies, aber auch schnell kann manchmal ganz, wie sagt man, na, ihr wisst, was ich meine, oder? Nein, ich schweife ab. Also, schnell ist manchmal nicht gerade schlecht. So, und ansonsten, ja, wenn ihr shoppen wollt und ihr findet die Sachen cool, dann schaut euch diese Seite einmal an. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer bleibt wie immer und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann!